Wir sind im Zoo Duisburg und eines ihrer weiteren Projekte mit der berühmten roten Couch ist heute enthüllt worden. Sagen Sie uns einfach ein paar Worte dazu. Ja, innerhalb des großen Kontexts Migration für Ruhr 2010 auf Initiative der Stadt Duisburg ein Projekt, bei dem ich das Thema Migration in Duisburg und in den Partnerstädten Duisburgs bearbeite, wollte ich halt auch die Kreatur einbeziehen. Die Kreatur, die sich in menschlicher Obhut befindet und deren Herkunft der afrikanische Kontinent ist. Und jetzt gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, als das im Duisburger Zoo zu tun. Ja, der Duisburger Zoo steht ja für was, ist ein berühmter Zoo und es gibt eine Kooperation mit den Leuten hier vom Zoo, die sind super nett, die unterstützen meine Arbeit und ich konnte halt mal die Couch interaktiv einsetzen, also in ein Gehege, die Couch in ein Gehege versetzen und dann gucken, was passiert. Wir stehen jetzt hier in circa 1,5 Meter Entfernung zu zwei Löwenweibchen. Ist das ein komisches Gefühl? Nö. Weil die Glasscheibe sicher ist. Mir sind die Tierchen sehr ans Herz gewachsen jetzt nach der Arbeit. Wenn die eigentliche Arbeit meiner Couch nicht so gut bekommen ist und dieses Stück hier komplett restauriert werden musste und aufgebaut werden musste. Herr Winkler meinte gerade schon, die gucken wahrscheinlich so interessiert, weil die meinen, die könnten die Couch nochmal verspeisen. Ja, ich denke schon, dass die wiedererkennen. Herr Wackermann, wir sind im Duisburger Zoo an einem relativ gefährlichen Ort. Asti, was ist hier gerade passiert? Also ein großes Geschenk würde ich jetzt mal sagen, das Foto, das Forst Wackerbart für sein großes Projekt im Rahmen der Kulturstadt gemacht hat, und zwar mit mir auf der roten Couch mit meinem Lieblingswombat Rolf, ist gerade enthüllt worden. Sehr aufregend. Ich habe gerade gehört, da sind so richtige Kindheitsgefühle dabei entwickelt worden. Ja, ich kenne den Zoo natürlich schon sehr lange, bin sehr gerne immer mit meinen Eltern hier gewesen und bin auch später im Erwachsenenalter, ich komme immer noch total gerne hierher. Und dieser Rolf, der hat es mir einfach total angetan, das ist so ein lustiges Tier. Eigentlich so ein bisschen so ein Vorbild für mich, weil alles, was er macht, ist schlafen, fressen und so ein bisschen rumwühlen. So, ne, ein paar Gräben irgendwie sich da rauswühlen aus der Erde, finde ich ganz großartiges Tier und den durfte ich im Arm halten. Ja, das ist dann mit Sicherheit ein Riesengeschenk. Anderes Thema, nochmal ganz kurz zu Ruhr 2010. Wir haben jetzt fast das halbe Jahr geschafft. Bist du froh, wenn du danach wieder beim WDR bist? Klar ist man froh, wenn dann wieder so ein bisschen Alltag einkehrt, weil es ist ja schon eine ziemlich hohe Taktzahl im Moment, ne? Aber es ist einfach auch toll. Ich meine, wann hat man mal die Gelegenheit, im Rahmen von Kulturprojekten also so viele Dinge miteinander zu verbinden? Also dass Alltagskultur und Kunst miteinander vermischt werden, dass so ein renommierter internationaler Künstler wie Horst Wackerbart plötzlich im Zoo in Duisburg arbeitet. Und das machen wir an vielen anderen Stellen auch. Und immer da, wo die Projekte, die wir machen, Menschen wiederum glücklich machen oder irgendwie erfreuen, ist das schon ein gutes Gefühl. Und dann macht man es auch gerne. Also da geht es genauso wie mir. Ich freue mich auch auf das nächste halbe Jahr. Ja, natürlich. Es gibt ja noch viele Highlights. Wir werden hoffentlich das gute Wetter jetzt nutzen, viele Sachen draußen machen, draußen erleben können. Jetzt ganz bald ja natürlich auch das Stillleben, wo wir die A40 stilllegen, aber mal vielleicht auf eine positive Art und Weise. Und die deutschsprachige Meisterschaft des Poetry Slam wird noch stattfinden. Also wir haben das nächste halbe Jahr noch einiges, was wir uns hier angucken können. Alles klar, dann bis bald. Danke. Bis dann, tschüss. Wir sind hier an einem etwas ungewöhnlichen Ort, zusammen mit Kultur, würde ich einfach mal sagen, was hier passiert. Ja, die Kulturortschaft ist ungewöhnlich und hat ungewöhnliche Orte, aber es ist auch eins unserer Ziele, dass wir in der Kulturhauptstadt hier Duisburg zeigen wollen. Und deswegen ist die Kunst und die Kultur nicht nur in Musiksälen und in Museen, sondern auch draußen. Und wir haben das wunderbare Projekt hier in Seer von Horst Wackerbart, wo wir eins unserer Schwerpunktthemen Migration zeigen, die rote Couch, die Leute zu Gast hat auf der Couch, die ihre Lebensgeschichte erzählen und die das Thema Migration anders beleuchten, als wir das so denken. Manchmal denken wir ja, wir sind die Deutschen und die Ausländer oder diejenigen mit ausländischer Herkunft oder insbesondere in Duisburg, die mit türkischer Herkunft sind, die Migranten. Aber Migration ist weltweit und das will das Projekt auch zeigen, dass es auch deutsche Migranten in anderen Ländern gibt. Und was ich ganz witzig finde, als Horst Wackerbart durch Duisburg gefahren ist und hat die Orte gesucht, die Orte für seine Aufnahmen, ist er natürlich auf eine unserer Duisburger Stärken gekommen, auf den Duisburger Zoo. Und dann sieht das hier sehr schön. Er hat dann gesagt, Tiere sind auch Migranten und Tiere haben ja auch migrantischen Hintergrund. Es gibt ja keine deutschen Löwen, sondern wahrscheinlich afrikanische und wo Löwen sonst so aufwachsen. Und man sieht hier heute sehr spannend bei der Eröffnung von ein paar Bildern, wie die Tiere denn unterschiedlich damit umgehen. Also hier im Bild sehr deutlich, wie die Löwen mit der Couch, die Gott sei Dank mittlerweile
mittlerweile wieder repariert ist, umgegangen sind. Aber die Nashörner waren da ganz zärtlich. Und noch zärtlicher war das Bild mit Aslin Seven, dem auf der Couch und einem Womba. Also schöne Aufnahmen, gute Geschichten. Und ich hoffe bei diesem Projekt, dass wir nicht nur Fotokunst zeigen, gemeinsam mit der Sparkasse, was ja Ziel ist in der Kulturhauptstadt, sondern dass wir auch Duisburg zeigen. Beides ist nötig und beides ist richtig in der Kulturhauptstadt. Identität stiftend, Nachhaltigkeit und gute Kunst zeigen, aber auch an guten Beispielen. Und Duisburg ist eine schöne Stadt und ich hoffe, dass dieses Projekt, wenn es dann um die Welt geht, was es ja tut, auch die Leute vielleicht auch neugierig machen, nicht nur auf die Rote Couch, sondern auch auf den Zoo Duisburg. Hat hier gerade neue Bilder seines Projektes im Rahmen der Ruhr 2010 enthüllt. Sagen Sie uns einfach mal, was hat die Sparkasse damit zu tun? Also die Sparkasse ist bei diesem Thema in zweifacher Hinsicht beteiligt. Zunächst einmal haben wir Horst Backerwart mit seinen Fotokunsten gesponsert. Das ist ausschließlich durch finanzielle Unterstützung der Sparkasse möglich gewesen. Und zum Zweiten freue ich mich als Aufsichtsratsvorsitzender des Zoos natürlich, dass Herr Wackerbart seine Kunst hier im Zoo ausstellt. Und mit dem Zoo Duisburg haben wir ja einen sympathischen Werbeträger für unsere Stadt, den es zu unterstützen gilt. Ich würde auch gern für mehr Sponsoren werben, als wir zurzeit haben. Und ich freue mich, wenn Horst Wackerbart dazu beiträgt, den Zoo über seine Zuchterfolge, die ihn bekannt gemacht haben, über die außergewöhnlichen Tiere, die hier zu sehen sind, bei denen er teilweise eine besondere Expertise hat, wie bei den Delfinen, dass Horst Wackerwart sein künstlerisches Element damit verbindet, um den Zoo noch attraktiver nach außen vertreten zu können. Jetzt eine ganz persönliche Frage noch zum Abschluss. Was war das gerade für ein Gefühl, so anderthalb Meter von drei Löwinnen-Damen zu sitzen und nicht so ganz zu wissen, ob so eine Scheibe hält? Also Löwin im Nacken sitzen zu haben, ist schon etwas Ungewöhnliches, das muss ich sagen. Aber ich war ziemlich sicher und habe Vertrauen in den Zoodirektor gehabt, dass die Scheibe halten würde. Bei Befürchtung wäre ich sonst auch sofort verschwunden und hätte das Sofa allein dem Karl Janssen überlassen. Herr Tomalak, vielen Dank. Bitte sehr.